hallo, hier für das Video von der Covid-19-Soforthilfe, Freelancer Help Group auf Facebook, auf dem Blog von dreisteine.com. Es gibt jetzt die Neuigkeiten, es gibt erstmal Förderung von den Ländern und dort gibt es dann aus dem Gründerlexikon.de eine Übersicht für alle Bundesländer, wo ihr direkt auf die Links kommt, wo die Antragstellung stattfinden will. Hamburg habe ich angerufen, die Förderbank, die sind mit den Anträgen noch nicht so weit. Ich habe aber parallel dazu eine E-Mail bekommen von der Kreativgesellschaft Hamburg, eine 100%ige Tochter aus der Kulturbehörde. Dort gibt es für Solo-Selbstständige 2.500 Euro, auch für diese Förderbank in Hamburg. Das ist Bundesländer zu Bundesländer unterschiedlich. In Bayern gibt es bis zu 5.000 Euro. Das sind jetzt nur die Hilfspakete auf Länderbasis. Das Bundesprogramm, was jetzt mit 150 Milliarden aufgestockt wurde, ist jetzt, also 50 Milliarden war das erste Gespräch am Donnerstag, Freitag, ist immer aufgestockt worden. Es kann aber sein, dass sich da nochmal trennt zwischen Kleinstunternehmen. Dort geht es auch immer nach Unternehmensgröße. Solo-Selbstständiger, das heißt ein Mann, und dann gibt es auch noch Kleinstunternehmer, weniger als 10 Mitarbeiter, die an 5.000 kriegen. Das ist bei der Ländersache. Es wird nachher noch mehr sein. Also bei der Bundesebene können dann sogar bis zu 9.000 Euro kommen. Und das sind dann halt Zuschüsse, die nicht rückzahlbar sind. Und dazu gibt es dann natürlich noch Kredite von der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, zinsgünstige Kredite wie Gründerkredite, die muss man aber wieder zurückzahlen. Allgemein gibt die Kreativgesellschaft Hamburg auch die Empfehlung raus, parallel Hartz IV für Selbstständige anzumelden. Es ist davon auszugehen, dass nach der Corona-Krise auch eine Rezession herrschen wird und dass die Auftragslage für ein paar Monate weiterhin schlecht bleiben kann. Damit die Grundversorgung von allen gesichert ist, wie Sozialkosten, Miete etc., empfehle ich euch allen, euch dann quasi bei den örtlichen Jobcentern für Hartz IV für Selbstständige einzutragen. Arbeitslosengeld II für Selbstständige. Damit habt ihr Krankenkasse, Rentenversicherung, Heizung und auch Mietkosten und die Grundsicherung von ungefähr 450 Euro. Schützt eure Familie mit solchen Maßnahmen, schützt damit, dass ihr die Wohnung nicht verliert und schützt euch somit auch vor Insolvenzen. Also, ich bin bei euch und halte euch weiterhin auf dem Laufenden. Und unten drunter in der Facebook-Gruppe findet ihr eine Umfrage. Es ist wichtig, diese Umfrage auch weiterzuleiten. Ich werde diese Ergebnisse aus dieser Umfrage Petra Pau schicken, die Vizepräsidentin des Bundestages, und Johannes Kahrs, Finanzausschuss des Bundestages, mit denen bin ich persönlich kontaktiert. Und ich versuche, die Ergebnisse hier weiterzuleiten, weil auf Bundesebene sind verschiedene Sachen, die jetzt nicht so gut funktionieren, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Dort braucht man für diese Soforthilfeanträge des Landes Nachweis der Künstlersozialkasse. Dort sind nicht alle drin. Das betrifft dann ungefähr, dass 30 bis 40% der Solo-Selbstständigen dann nicht gefördert werden. Und das Ding muss ein bisschen entbürokratisiert werden, und damit es sofort schneller nach vorne kommt, direkt zu euch aufs Konto, damit ihr eure laufenden Kosten bezahlen könnt. Vielen Dank. Bitte die Umfrage klicken und geht auf meinen Blog bei dreisteine.com. Danke. Tschüss. Thank you.